Zumindest haben. Dann habe ich jetzt ja gar kein Kissen mehr hier. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich damit... Hast du schon wieder eine Jogginghose an? Wie bitte? Ach, nee, du... Nicht schon Look. Wieder. Felix hat ein Sportshirt an, wurde nur schnell, damit es keiner merkt, die schicke Jacke drüber geworfen. Okay, mit dem Pegeln bin ich jetzt fertig. Es wird gecheatet an allen Ecken. Nein, pass auf. Also ich war ja gerade schon beim Physio, beim Chris. Und der hat mich komplett geschockt heute, weil ich bin mit der festen Einstellung dahin gegangen, dass wir heute Arme und Schulter trainieren und Rücken. Nee, wir haben heute Beine gemacht. Und dann war ich so irgendwie nach 10 Minuten Warm-up, habe so langsam angefangen zu schwitzen. Und dann so, ach Moment, ich habe ja so ein extra Sportshirt noch mitgenommen, weil ich ja danach dann noch direkt weiter zum Friseur, wie man sieht, bin. Und genau, und damit sind wir eigentlich schon bei der Story, mit der ich eigentlich einsteigen wollte. Achtung, ja. Triggerwarnung, kann ein bisschen eklig werden. Ich hatte gestern ja insgesamt einen relativ engen Zeitplan. Und hatte vormittags, ich musste gestern zweimal Radfahren. Einmal bin ich vormittags 2 Stunden auf der Rolle gefahren, dann bin ich um 11.41 Uhr bin ich von der Rolle gekommen. Hanna war um 11.45 Uhr hier, hatten wir uns verabredet zum Meeting. Als ich dann von der Rolle runter bin, habe ich schon gesehen, die ist schon da. Andere Hose angezogen, noch kurz auf dem Klo gewesen. Ja, und dann war halt irgendwie so ein Termin, dann musste ich noch einkaufen. Mhm. Und dann hatte ich ja nochmal eine Radeinheit am Nachmittag. Und dann bin ich eigentlich quasi mit dem gleichen Radeinheit geduscht. Ja, das Duschen ist nicht das Problem. Ich bin quasi mit dem gleichen Outfit dann aufs Rad wieder für die zweite Einheit. Darum geht's eigentlich gestiegen. Was war nach der zweiten Einheit? Und eine der am häufigst gestellten Fragen auf meinem YouTube-Kanal ist ja, war zumindest so in den ersten Jahren, kam es recht häufig: Hey, wie machst du das mit dem Duschen? Wie oft duschst du am Tag? Jetzt habt ihr die Antwort. Ich versuche es zu minimieren. Genau. Aber ich habe natürlich danach, das wäre die wichtigere Frage. Das dazwischen, das ist nicht das, was mich unbedingt stört. Ich weiß nicht, ob es Hanna gestört hat. Das können wir im Nachhinein mal eruieren. Bei Hanna, glaube ich, war es einfach nur der Schweiß und noch so frisch. Da stinkt es ja noch nicht, oder? Stinkt frischer Schweiß auch schon? Nee. Ich würde sagen. Ich finde, dass du relativ wenig stinkst, bis auf deine Füße. Deine Füße stinken. Wenn du Schweiß, deine Schweiß, nein, nicht prinzipiell, aber deine Schweißfüße stinken. Aber ansonsten riechst du eigentlich recht angenehm, auch wenn du Sport getrieben hast. Genau. Wenn das T-Shirt allerdings das dritte Mal angezogen worden ist, dann hilft das bei dir auch nicht mehr. Ich bin da recht sparsam, was das Waschen von Sportklamotten angeht. Naja, also wirklich nach jedem Dauerlauf oder so, nach jeder Trainingseinheit braucht man sein T-Shirt nicht zu. Außer man, es stinkt extrem, dann ist vielleicht doch für die Umwelt auch besser. Man muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, ja, ich war da noch einkaufen, aber bis auf Hanna hatte ich dann keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen. Dich ausgeklammert. Okay, du zählst nicht als Mensch. Ich als Mensch. Als was zähle ich denn dann? Als Gottgleiches. Ja, danke. Genau sowas musstest du jetzt auch sagen. Ne? Eklig. Alles andere wäre eklig. Schwierig geworden. Ja, nee, also von daher. Ja, das ist so der Alltag hier im Triathlon. Profileben. Okay. Keine Ahnung, Triathlon-Profi. Es klingt auch immer wenn mich, es ist echt ja immer so die. Ich habe mir da schon mal drüber gesprochen, was ich sage, wenn ich auf dem Spielplatz gefragt werde, was arbeitest du so? Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, es ist auch ein Thema, was mich beschäftigt, aber müssen wir nicht nochmal aufmachen jetzt. Schmeckt der Kaffee? Mom? Ja, Mom, Kaffee. Mein Espresso, ich habe das immer noch nicht so richtig. Also jetzt über Espresso reden, das können wir nicht machen. Das ist wirklich zu lame. Vor allem, weil du auch da nie zufrieden bist. Also ich habe noch nicht erlebt, dass du den getrunken hast und mir gedacht, oh, heute schmeckt er gut. Sondern ich muss dann auch mal, aber heute ist nicht. Ja, mal so, verändert sich ja dann auch immer, je nachdem, Feuchtigkeit im Raum und so. Ja, okay, stopp. Aus allem. Neues Thema. Genau. Danke. Hast du ein Thema? Ich habe gerade, ich habe irgendwie eine recht ereignislose Woche gehabt. Ich war viel draußen, ich war viel spazieren und finde jetzt doch auch so langsam wieder so ein bisschen in den Sport rein. Aber bei mir ist nicht viel passiert. Du hast aber bestimmt dreimal die Woche gesagt, da sprechen wir nochmal drüber. Ja, zum Beispiel nämlich, weil du gerade gesagt hast, dass du wieder mehr spazieren gehst. Susi hat sich, also wirklich. Das klingt jetzt so, als hätte ich mich die letzte Zeit überhaupt nicht bewegt, aber es kam einfach mit Erkrankungen verschiedener Familienteilnehmer oder Familienmitglieder einfach immer wieder was dazwischen, dass ich einfach nicht so richtig rausgekommen bin. Oder nicht viel rausgekommen schon, aber dann draußen einfach nicht so viel in Bewegung gewesen, weil das eine Kind halt nur am Spielplatz klettern möchte. Und da macht man dann als Erwachsener einfach nicht so viel. Nee, das stimmt, ja. Eigentlich sollten auch am Spielplatz an jeder Station für die Kinder sollten im Boot irgendwie so
Laufbänder eingelassen sein, dass sich die erwachsenen Menschen dann da drauf können, ja, würde ich sofort ja, oder machen. So zumindest dann immer noch so ein kleines Mini-Trampolin oder so, dass man so ein bisschen ja, bouncen kann. Ja, genau, so ein Fitness-Ding. So ein Fitness sieht man ja oft so in wärmeren Ländern, in Spanien oder stimmt, so, ist da dann das dann doch oft öfter ja. aufgebaut, dass so, ja, wie, ist auch so eine deutsche Sache, glaube ich, so ein Trimm-Dich-Pfad, dass du von ja. A nach B, eigentlich Trimm-Dich-Pfad, ist schon eigentlich eine geile Sache. Wir haben ja hier einen in der Nähe vom Stadion, im, in dem Wald, genau, wo wir immer waren. Aber auch jetzt nicht vor der Tür. Ne? Nein, aber jetzt für einen. Dich nicht. Aber insgesamt ist es halt, finde ich, eigentlich eine ganz coole Sache, dass du Menschen die Möglichkeit gibst, ja. zu laufen, von Station zu Station, die Station einigermaßen pflegst. Wobei da sind viel so Holzsachen, die halt relativ schnell wegmodern, wenn man da im Wald einmal irgendwie so ein paar, keine Ahnung, was ist es dann, Aluminium- oder Stahldinger reinsetzt. Wobei ja, aber dann geht der Vibe irgendwie verloren. Also da die Holzsachen, wenn die immer wieder erneuert werden, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so das Problem ist, dann finde ich das eigentlich schon ganz cool. Ja, also deswegen eigentlich finde ich das Konzept Trimm-Dich-Pfad soll es viel mehr geben noch. Mhm. Ja, auch einfach ein geiler Wort. Aber du Wort. Wolltest eigentlich auf meine Schuhball. Ich wollte eigentlich auf deinen Schuh drauf ja. zu sprechen kommen. Ja, weil Susi, es gibt so ein paar Schuhe, wenn man die trägt oder wenn man die sieht, da hast du so, sofort die Assoziation. Und du hast dir so Schuhe gekauft, zum Glück ganz schwarz, sonst wär's, wobei es steht noch so Gore-Tex drauf, also wieder so richtig richtig ja. deutsch ist einfach so. Nein, und hast ich auch gesagt, ich habe dann Gore-Tex auch, wenn es mal regnet, dann habe ich wenigstens trockene Füße. Ja. ja, aber ich bin jetzt 2 Wochen lang mit den doofen Sneakern durch die Gegend gelaufen und habe halt irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag 5-6 Kilometer mit dem Kinderwagen gemacht und nachmittags dann nochmal ein bisschen und jetzt mir tun halt echt meine Füße weh. Ja, und jetzt hast du und aufgestockt jetzt ich mir und jetzt hast du so genau, und meine guten Laufschuhe wollte nee. Ich nicht beim Spazieren gehen irgendwie plattlatschen, weil irgendwann will ich ja dann doch wieder die Dinger zum Laufen anziehen. Und jetzt habe ich mir Reebok. Und genau, es gibt ja so, so ein Aerobic Reebok, also zumindest habe ich den so als Aerobic-Schuh abgespeichert, so dieser schwarze, oder den gibt es auch in weiß. Ja, den und nur quasi so in weiß ist es so komplette, so der US-Dad-Schuh, so ja, würde ich ja. sagen. Das oder so New Balance tragen dann auch teilweise noch so US-Dads, zumindest die wir hier als Touris genau, nach also Bamberg ich würde bekommen. Auch sagen, der Schuh ist recht nah am, wenn wir jetzt über Klischees sprechen oder die Leute, die einem in den Sinn kommen, wenn man den Schuh sieht, an die amerikanische Touristin, die durch Bamberg läuft und ein passendes Schuhwerk anhat. Genau, die ist aber auf jeden Fall 50 aufwärts. Ja, ich stehe dazu. Dieses Schuh, was, ja, ich meine, muss jeder selber wissen. Ja, ich würde auch sagen, als jemand, der quasi in seinem Leben ganz arg vermeidet, Spaziergänge zu machen, lange Spaziergänge zu machen, hast du auch gar keine Ahnung, was für ein Bedürfnis das erweckt, was man für Schuhe da braucht. Also eigentlich bist du überhaupt nicht in der Lage, das zu beurteilen, was ich da für Schuhe anziehe. Wobei, ich habe zwar gerade gesagt, ich hasse es, aber ich würde es, also ja, du machst ja Spaziergänge, du gehst jetzt nicht wandern, ne? Also nee, wandern würde ich sagen. Kommt noch. Boah, wandern. Da brauche ich ja wieder andere Schuhe. Definitiv, ja, und stecken und so weiter und so fort. Ja, nein, und stecken. Lawinenkit. Ich glaube, an stecken wirst du mich nicht sehen. We will see. Also 60 aufwärts dann. Ja, also wandern, da fehlt mir komplett die Ruhe. Spazieren würde ich jetzt nicht so sagen, wenn ich mir wenn man sagt, okay, man geht von zu Hause zum Café und nicht länger als 10 Minuten. Nee, wenn man weiß, okay, man geht irgendwo hin, wo es dann was zu trinken oder was zu essen gibt, dann würde ich auch einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, wenn das Wetter gut ist. Hast du die Zeitspanne ungefähr, damit ich mal so die nächsten Wochenendausflüge nee, dann möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Nein. Aber man kann ja schon ein Stück gehen. Nee, ne? Ist nicht so deins. Ich kann es aber auch gut nachvollziehen. Also wenn du dann schon 4 Stunden auf dem Fahrrad gehockt bist oder dann noch irgendwie 10 Kilometer draufgelaufen bist, dann verstehe ich auch, dass dein Lust auf Bewegung irgendwo dahin ist, aber das sind dann meistens die Situationen, wo ich noch nicht so viel Bewegung hatte und dann gerne noch irgendwie was machen würde. Marius hat mir einen Tipp gegeben, wir haben nämlich bei der Radfahrt drüber gesprochen, ja. Der ist ja auch Dad und dann ging es irgendwie darum, ja, dass man ja auch da in der Fränkischen Schweiz auch eigentlich echt schön spazieren gehen kann und da Paradiestal und so wirklich sehr idyllisch und habe ich halt auch gesagt, mir fehlt dann da einfach die Ruhe, ne? Wenn ich dann da stehe und so, ja, das ist dann schon alles schön. Meter machen, aber nee, es geht dann gar nicht ums Sportliche, weil wie du gerade richtig gesagt hast, das habe ich ja dann meistens abgehakt, beziehungsweise versuche das schon vorher abzuhaken. Wenn ich danach noch eine Einheit machen muss, kann man es gleich vergessen. Dann kann man es gleich vergessen, aber es gibt halt dann immer noch so viele Sachen, die ich irgendwie am Computer machen kann, E-Mails schreiben, Videos schneiden, bla bla da. Und dann, es
innerlich ist es einfach so. Ja, aber dann. Und denkst du mir so, ah, ja, okay, gut, ja, gut, jetzt können wir aber auch dann wieder nach Hause langsam. Ja, und so geht es mir aber, wenn ich mit dir im Café sitze. Da habe ich dann keine Ruhe. Weil ich aber das Gefühl habe, ich bewegen muss mich bewegen, ja. Ja. Also, wir laufen. Also, bei dem Café, wo ich sitze, da brauchen wir für dich ein Laufband sozusagen. Ja, genau. So wie auf dem Spielplatz vorne. Und da, wo ich spazieren gehe, brauchen wir für dich einen Schreibtisch auf Rollen oder so. Aha. Ja, also, das, da merke ich schon, da muss ich. Ja, das ist besser Problem. Werden, aber das haben wir jetzt ja auch schon mit so Wochenstruktur ein bisschen. Ich komme da nicht zu Ruhe, ich drehe durch, ey. Ja, aber Wochenende, also ich finde, dann, das ist wirklich das, worauf du noch weiterarbeiten kannst. Wenn Wochenende ist, ist Wochenende. Und dann kann man auch mal so ein bisschen. Jetzt ist ja zumindest der Sonntag, ist ja schon fast frei. Nee, Felix, ich habe mir, also die letzten zwei Wochenenden habe ich mir auch schon wieder gedacht, du lobst dich jetzt im Moment selber, dass der Sonntag schon so toll frei ist, ja. Aber wir sehen uns auch erst frühestens mittags um 12. Ja, weil ich ein bisschen Training auch machen muss. Ja, zwei Einheiten. Erst, ja, genau. Training. Ja, einmal Schwimmen, einmal Krafttraining. Mhm. Dass die für dich nicht so anstrengend sind, kann ich davon nachvollziehen, dass das für dich dann so ein bisschen ein Sonntagsvibe ist, aber für mich macht es keinen Unterschied, weil ich sehe dich auch erst mittags. Du bist halt mit den zwei Kindern hier allein. Ja, shame on me. Nee, nicht. Nein, aber. Also, ich wollte einfach nur mal sagen, für mich ist der Unterschied jetzt von den Sonntagen vorher zu den jetzigen Sonntagen nicht ganz so. Doch, dadurch, dass ich die Trainingspläne für meinen Athleten jetzt alle am Freitag genau, ist der ganze schon schreibe, Sonntag, genau. Was ich bekommen habe, ist ein halber Sonntag. Hey, jetzt halt mal, also, ne? Streckt mal einen kleinen Finger, greifst ja, du die ganze Hand. Ja, die ganze Hand, ja. Ich hatte, vielleicht war meine Hoffnung war ein bisschen optimistisch. Ja, genau, vielleicht war ich ein bisschen naiv. Du bist ja auch eine optimistische Person von ja, daher. Ja, natürlich. Und dann dachte ich halt, na, okay. Behalte das mal bei. Hoff mal weiter. Genau, hoff mal weiter. Dreimal weiter. Passiert. Ja, naja. Also okay, jetzt so haben wir meine Schuhe abgehakt. Und was hattest du noch so an Themen? Was war naja, keine Ahnung. Für mich ist nach wie vor Essen irgendwie ein Riesenthema. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Wie fange ich es an? Also doch, ist schon ein Thema. Ja, im Moment bist du ja ganz hart mal wieder am Tracken. Genau. Und dann läuft das so, dass abends um 8 Felix auf seine App schaut. Mal also die Küche ist verräumt, wir haben Abend gegessen und dann stellt Felix Henschel fest, ups, hab noch 10.000 Kalorien, die ich irgendwie wegballern muss. Das oder es kam Beschwerde auf, dass es mal abends Salat gab. Sau dumm. Aber gestern fahre ich zweimal Rad, hab irgendwie dadurch schon, jetzt beschwere ich mich über das Essen so ja, richtig. Ja, ich wollte gerade sagen, und jetzt richtig shame on me, die Hausfrau, hat es nicht geschafft, ein ordentliches Kalorien Abendessen verbrannt. Mit Braten und Knödel auf den Tisch zu bringen. Du weißt ja selber, dass es nicht mein Anspruch ist. Aber in dem halt, Moment war schon, du hättest schon noch gern was anderes gehabt. Nee, habe ich ja dann danach zu dir auch gesagt. Also ja, genau. Genau. Habe ich dir danach zu dir auch gesagt, naja, heute war jetzt irgendwie. War nicht so günstig. War jetzt irgendwie ungünstiger Tag, um zu sagen, ja, wir essen jetzt Salat. Und es war jetzt auch kein Salat mit irgendwie ein bisschen Quinoa so dazu, sondern es war einfach nur. Du hast ja aber auch nicht, es kam ja aber auch nicht so, hey, nochmal der Fingerzeig, so, hey, Achtung, ich brauche heute Abend noch was anderes oder können ich wir heute Abend nicht, noch was essen? Wir haben darüber gesprochen, extra nee, noch extra erwähnen okay. Muss, bis du das also wir können mitkriegst. Ja, wir können ja mal erzählen, wie wir so, weil das auch mal gefragt wurde, wie wir den Alltag organisieren. Also das, was uns ja schon auch hilft, ist, dass in unserem gemeinsamen Kalender deine Trainingseinheiten mit drinnen stehen. Das, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, stimmt. Und das, also dadurch, dass ich ungefähr weiß, was du da machst und wie lange das dauert, was ja auch meistens mit dabei steht. Ja. Also das finde ich total angenehm. Aber den Schritt jetzt weiterzugehen, dass ich jetzt auch noch anhand deines Trainings erkennen kann, was der Herr abends essen möchte oder so essen braucht, da hört es auf. Heute Abend, heute ist Ruhetag. Also wir können mittags auch gerne drüber, und es ist ja nicht so, wir haben ja mittags Nudeln gegessen. Es war jetzt nicht so, dass du den ganzen Tag stimmt, nur von einem Grashalm gelebt hast. Ja, das war halt dadurch, dass dann die späte Einheit auch nochmal sehr hoch im Kalorienverbrauch war. Musste ich halt dann einfach noch ein bisschen was aufholen. Ja, da muss man halt, gestern habe ich dann mal wieder irgendwie den 100 Jahre alten Standmixer, der mittlerweile, wenn man ihn hochdreht, schon so ein bisschen metallisch riecht. Und, eigentlich raucht und stinkt. Ja, also es ist so ein bisschen, so wie das eine Laufband in dem Fitnessstudio, warst du da mit dabei, wo ich so einen Tempo-Dauerlauf mal auf diesem Billiglaufband in diesem Billig-Fitnessstudio gemacht ja, habe am Bahnhof? Ich glaube auch, das hat auch. Da habe ich auch 8 Kilometer bei 18 km/h, also wirklich nicht so schnell ja, gemacht und das hat richtig nach Gummi gespürt. Ja. Ja, ich glaube. Und 2 Tage später stand da dann auch außer Betrieb bei dem Laufband. Ja, sorry, das geht bis 20 km/h angeblich. Okay, anderes Thema. Essen. Genau, ich track alles im Moment, weil ich einfach ein bisschen abnehmen, also ein bisschen Körperfett verlieren wollte. Und genau, weil ich ein bisschen den Babyspeck wieder, ne, den Winterspeck loswerden will. Und da muss ich dazu sagen, das ging halt
sag ich mal, vor 5 Jahren. Ging es leichter, ne? Ja, drei Wochen, ein bisschen umfangreicher trainiert, ein bisschen drauf geachtet. Ja, mittlerweile muss ich da schon mehr drauf achten und ich merke aber halt auch, gerade dann an, mir hilft das Tracken jetzt nicht nur, um zu schauen, dass ich nicht zu viel esse, sondern dass es halt so ausgewogen ist. Die Verteilung einfach. Genau, dass auch, ich nie in diese Situation komme, dass ich ins Bett gehe und da steht noch, dass ich 1000 Kalorien zu wenig. Hat zur Folge, dass wir im Moment unser Eiverbrauch in der Familie ist, also dermaßen rapide angestiegen. Und seitdem ich muss Eiweiß auch ehrlich sagen, also du machst gutes Omelett, aber gerade hängt mir das Omelett so ein bisschen langsam was? Zum Hals raus. Wirklich? Ja. Oh, weil die, so die Dinge so, oh ja, wir machen halt Abendbrotzeit, ja, und dann mache ich noch ein Omelett dazu. So, ja, okay. Ja, ist es halt wie. Ja, weißt du, aber wir können auch mal was anderes noch essen. So, es gibt ja auch noch so Sachen wie Hülsenfrüchte. Ja, sind auch gute Eiweißträger. Ja. Ja, ja, ist ja dann auch oft so eine Skill-Sache, ne? Was kann man gut, was geht schnell? Und bei Hülsenfrüchtenzubereitung bin ich jetzt kein Experte, aber ich würde sagen, also ich würde mich schon als Omelett-Experten. Langsam. Den Titel würde ich mir schon hart selber geben. Rangetastet kann man so lassen, ja. Oder? Ja. Ich habe einmal so ein Gordon Ramsay-Video gesehen und das war wirklich Game Changer, Leute, kann ich euch nur sagen. Ja, aber das war ein Rührei-Video. Ja, was sprechen wir gerade? Omelett. Ach so, Omelett. Und wie sieht es beim Rührei? Hängt dir das auch zum Hals raus? Wenn wir mal 2 Tage Pause machen könnten, wäre gut. Haben wir jetzt ja gemacht, können wir jetzt wieder. Ja, du hast recht. Also die 10er-Packung lohnt sich eigentlich nicht für uns als Familie. Nee, lohnt es gibt nicht. Auch diese quadratischen, wo dann wirklich 50 Eier sind. Eine Palette. Eigentlich braucht man einen Huhn auf dem Balkon. Ja, oder 2. Genau. An der Stelle vielleicht mal eine kurze Empfehlung für alle Leute, die Amazon Prime-Kunden sind. Schaut euch auf jeden Fall Jeremy's Farm an. Oh ja. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, der hat's gut. Der kann sich die erste und die zweite Staffel anschauen. Wir haben die zweite jetzt durchgebinged. Wir haben jetzt die zweite durchgebinged innerhalb von einem Minuten-Stack. sehr zu empfehlen. So viel, wie man halt schafft von 20 bis 20 Uhr. Ja, nur 45, ja, genau. Erste ja, also das ist echt im Moment aus, so finde ich, Erwachsenensicht, wann man zu Bett geht, ein bisschen absurd. Aus Sportlersicht ist es halt top. Ja. Weil ich so. Aber wir hatten das auch noch nie in unserem Leben, dass wir irgendwie um 21 Uhr dann ins Bett kriechen. Aber er war auch jetzt in den letzten paar Tagen eher so gegen 22 Uhr. Aber wir waren Schlag 22 Uhr auf jeden Fall im Bett. Ja, das stimmt. Ja, es ist einfach. Auch mal einfach. Wenn man durch den Tag kommen will, irgendwie, ne? Ja. Ja. Das stimmt schon. Ja. Ja, genau. Also, ich track alles ein bisschen, um immer nur so, keine Ahnung, 200 bis 300 Kalorien weniger am Tag zu mir zu nehmen, als ich verbrenne. Das sind irgendwie je nach Tag 5-10% von meinem Tagesumsatz. Nicht Grundumsatz, sondern. Grundumsatz plus die Bewegung, die dann noch mit dazu kommt. Und das ist halt auch längerfristig umsetzbar. Wenn ich jetzt da irgendwie, keine Ahnung, also ich merke das wirklich, wenn ich am Samstag, ich kriege das eigentlich alle Tage gut hin, außer die Tage, wo ich viel auf dem Fahrrad sitze. Mhm. Gestern die 3,5 Stunden mit 1,5 Stunden auch Belastung war schon grenzwertig, aber es ging, das war ja dann die 2 Einheiten halt, dann hatten halt dann gesamt irgendwie 3000 Kalorien, aber da war eine Pause dazwischen, konnte ich Mittag essen. Für mich ist der anspruchsvollste Tag eigentlich der Samstag, weil jetzt zum Beispiel kommenden Samstag schwimme ich 1,5 Stunden, habe ich ungefähr 800 Kalorien, fahre ich 4,5 bis vielleicht 5 Stunden Fahrrad, habe ich nochmal 3500, 3600 Kalorien, sind wir schon bei 4500, 4400, dann gehe ich nochmal 1/2 Stunde laufen, also 5000 Kalorien durchs Training. Dann sitzt du von dem Training halt 4 Stunden auf dem Fahrrad, ich esse ja dann per, also es ist ja im Prinzip permanent und kommst ja dann aber auch eigentlich nach Hause und hast nicht so richtig im ersten Schritt auch Hunger, ne? Weil du hast ja bis dahin dann einfach auch keinen Appetit oder die ganze Zeit am Trinken und so bist. Ja. Ja, genau. Und da steigst du dann vom Rad und dann steht da irgendwie über die App, mit der ich das mache, steht dann noch 2500 Kalorien. Mhm. Und du weißt aber, da kommen ja dann nochmal durch den Lauf nochmal 500 Kalorien dazu, die du noch zusätzlich essen möchtest. Und dann fällt es mir dann immer. Abends einfach nur noch die Tüte Haribo. Ich habe noch keine einzige Tüte Haribo 2023 gegessen. Keine einzige. Erinnerst du dich an die sauren? Gut, es waren eine andere Marke, aber Es war ein Gummibär. Der Inhalt Gummibärchen war da drin. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Zweitens habe ich sie nicht alleine aufgegessen, sondern ich habe ein paar davon gegessen. Mehr als du, aber ich habe noch keine Packung Haribo. Felix Henschel Style, aufmachen, Hand rein, wegatmen. Gegessen. Also von ich würde mal sagen, die Marke ist hinfällig an der Stelle.
weil es geht ja um Gummibärchen, also das, was in den Tüten drin ist. Das hat Haribo gesagt. Ja, entschuldige, also ich meinte Fruchtgummi. Wir müssen ja hier schon... Fruchtgummi, saure Fruchtgummis waren es in dem Fall. Ja. Und das war ja auch noch eine XXL-Packung. Also ich würde sagen, der Anteil, den du in dieser großen Packung gegessen hast, den ich dir überlassen habe. Hast, übrig gelassen hast. Das war ein Äquivalent von einer normalen Haribo-Tüte. Ja, kann sein. So, ich wollte noch zu diesem Tracking, du hältst es ja auch echt immer phasenweise ganz gut durch. Also wenn du das dann dir vornimmst, dann trackst du das ja auch echt ganz brav. Ich finde, ein bisschen surreal wird es, wenn wir so wie unter der Woche so Wraps mit Hähnchen und Paprika machen und du dann quasi, oh, das war, ein Hustle, war das jetzt ein halber Teelöffel Sauerrahm und wie viel Käse war das? Und dann ein bisschen Paprika. Ja, gerade so, also, Sachen, die du nicht die du auseinanderpriemeln musst. Also Sachen, die man halt, ja, die du selber kochst. Jedes, also, ne, jedes Essen die mit vielen Pommes, Zutaten die Pommes, ist richtig, die Angst, schlecht. Ja, genau, schlecht. Richtig, genau, ist richtig schlecht. Scheiße. Und dann noch kein Barcode außen an der Verpackung. Kein Barcode. Und so ein Paprika lässt sich ganz schlecht scannen. Und auch ein bisschen das Problem, wenn dann das erste Kind sagt, ja, ich möchte auch mein Essen wiegen. Da habe ich mir auch gedacht, so, Kindergarten ganz schlecht ankommt, wenn man dann fragt, wenn das Kind auf einmal im Kindergarten das Essen wiegen möchte. Ist noch nicht passiert, aber... aber hier zu Hause wollte er schon, dass, hier ich, zu Hause den, wollte er schon, dass ich den Teller dann auch und auf die Waage stelle. Und schwierig wird es ja dann auch, wenn er sagt, er möchte was von dir probieren oder was essen, weil die Sachen sind ja abgewogen und eingescannt. Wenn naja, abgeben ist immer kein Problem, aber... Wenn mir jemand dann noch ein Kuchenstück drauf tut, was ich gar nicht haben möchte, oder die falschen Krapfen einkaufst, dann... Nochmal, entschuldige an der Stelle, ich habe die falschen Krapfen gekauft. Also nach Fehler. Wie lang sind wir jetzt zusammen? 10 Jahre? 12 Jahre? 12 Jahre? 12 Jahre. Ich habe bis heute nicht bemerkt, dass es richtige aufgebaut. Und falsche Krapfen gibt bei dir. Entschuldige. Es gibt halt Dinge in meinem Leben, die ich gerne esse, und dann andere Dinge, die ich nicht so gerne esse. Und ich habe mir gedacht, ich bringe eine freie, schöne Auswahl. Ja, mit. Das ist ja schön. Am Samstag hast du ja dir gedacht, du bringst von den 2 Sachen, die du mir mitbringen solltest, okay, überhaupt einfach gar nichts mit. Das hat mir auch echt leid getan. Das war so, you had one job. Nach 4 Stunden, Stunden fahre ich Fahrrad, kann ich einkaufen. Und auf was ich mich gefreut hatte, auch wenn es dir zum Hals raushängt, danach ein Brot, pass auf, ein Brot mit einem Rührei dazu. Hm? Ging nicht, keine Proteine, Eier. Keine Eier, weil die Frau hat keine Eier gekauft auf dem Markt. Du standest ja quasi, du warst ja umringt von Eiern. Ich war auch noch, genau. Weißt du, was das Problem war? Ach ja, Kuchen, den Streuselkuchen, den du wolltest mit Frucht, den gab es nicht. Ich habe dir dann einfach gar keinen mitgebracht. Also, okay, gut. Bevor ich mir den falschen Vielen Krapfen Dank. Kaufe, bringe ja, ich halt gar genau. keinen mit. Und dann und 3 Tage Eiern, später bringst du so einen blöden spanischen Krapfen Eier mit so kaufen, Quarkcreme aber hatte kein mit Geld. In den Krapfen kommt. Hilfe, während des Geldabhebens habe ich es vergessen. Also ich kann froh sein, dass ich noch nicht verhungert bin hier. Ja. Aber wie du gestern Abend dann noch ganz klug gesagt hast, du bist ja eigentlich groß genug, du kannst dich da auch ein selber drum kümmern. Mensch, habe ich gesagt. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich kann mich da selber drum kümmern. Ich habe dann noch. Also an der Stelle. Das war aber, was ich mir gestern gezaubert habe, das war wirklich nicht so lecker. Aber du hast Brownies gezaubert, die waren sehr lecker. Ja, die sind echt gut. Ja, dem Chris habe ich einen mitgebracht. Ja, da ist zu viel Zucker drin. Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon 50 Gramm Zucker reduziert. Vom letzten. Von wie viel? 200, 300 Gramm? Von 350 Gramm. Okay, so macht das von 350 Gramm viel aus, ja. Bin ich auf 300 Gramm runtergegangen. Wir schauen jetzt, ich gehe so lange in 50er Schritten runter, bis es nicht bis mehr, es so, nicht gut mehr so gut schmeckt. Genau, oder bis die Konsistenz glaube, irgendwie ist komisch relativ ist. Relativ viel Spielraum noch. Ja, es sind ja auch noch also 400 Chris hat jedenfalls, glaube ich, festgestellt, dass es nicht gesund sein kann. Also das war sein zweites Kommentar. Ach, das ist nicht gesund. Ja, also habe ich auch wirklich nicht behauptet, dass der Quatsch jetzt gesund ist. Nee. Definitiv. Das ist halt auch so eine Sache, die man vor Kindern verstecken muss dann. Ja, ich habe die auch, du hast die morgens auf dem Herd stehen gelassen, das erste, was ich gemacht habe, in die Küche rein und versucht, das Ganze aus der Sichtlinie unseres Kindes rauszubekommen. Hat es geklappt? Ja, gerade so. Ich hatte ein bisschen Nervenkitzel morgens, es hat geklappt. Ja, der Nervenkitzel ist ja größer, wenn du das Ding dann im Kühlschrank stehen hast und dann sagst, okay, wie kriegst du es jetzt vom Kühlschrank in deine Hand, in deinen in Mund? Den Mund? Also okay, dieses versteckte Essen da, hinter der Kühlschranktür. Kind 1 sitzt, ist irgendwie... Wir haben ihn ja so platziert, unsere Küche ist ja so schlauchmäßig und wir haben ja eigentlich unseren Großen so platziert, dass er so immer in den Raum schaut. Ja, auch doof, ne? Wir müssen ihn eigentlich mit zum Fenster rausschauen lassen. Dann kann man, ja, dann aber du hinter seinem Rücken alles machen, was er wach reinstopfen. Aber dann ist ja... Was isst du genau, denn gerade? Das ist die andere Sache, wenn man dann nämlich irgendwie ein Anzeichen einer Kaubewegung ist. Und was isst du denn? Und dann mach mal den Mund auf. Mach mal Mund ich will schauen. Und aus Schauen wird dann auch schnell mal Finger reinstecken. Und langsam erkennt er jetzt, ne? Kindergarten sei Dank, weiß er jetzt, was Schokolade ist. Also wenn es irgendwo hier noch erfahrenere Eltern gibt als uns, dann sind wir sehr, sehr froh über
Nein. Kleine Kniffe im Alltag, wie man selber zu seiner Schokolade kommt, ohne dass es die Kinder mitbekommen. Ja, so ein Klassiker ist doch irgendwie zum Beispiel M&M's oder Schokolade in so einer Tiefkühlerbsenverpackung. Ja. Aber unser Großer isst ja auch dann Tiefkühlerbsen. Und dann sagst du, ja, ist leer. Also darfst du mal reingucken? Oh. Du musst einfach ein paar Erbsen drin lassen und die Schokolade damit dazu packen. Ja, aber im Tiefkühler die Schokolade funktioniert auch nicht. Du musst ja Eis, also musst du Ben & Jerry's mit in die Erbsentüte. Ja. Also wir haben da noch Potenzial. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Dass die nicht schon so fertig verkauft werden. Da ist Ben & Jerry's Erbsen Ding, Verpackung, ja. Wäre eigentlich an der Zeit. Hat ja auch so für WG-Kühlschränke irgendwie was, oder? Weil ich denke, die Tiefkühlerbsen, die wird ja keiner wegschmeißen. Stimmt, das ist in WGs oft ein Thema, ne? Ich habe ja fast keine WG-Erfahrung. Du hast ja jahrelang mit anderen Läufern da in dem Haus gewohnt in Regensburg. Aber da war das irgendwie auch nicht so. Also ich hätte eher bei uns in der WG haben wir da was. Geht so. Nee. Ihr habt ja gar keine Süßigkeiten gegessen. Das war eine Sportler-WG, da isst man keine Süßigkeiten. Tatsächlich nicht. Wie soll ich es nennen? Diese Auswüchse. Meine Süßigkeiten verzehrst, die sind erst so in den letzten Jahren. Bamberg wieder hier, ist das der Bamberger Einfluss? Nee, einfach die letzten Jahre. Keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wir haben da noch irgendwie süchtig geworden, ein bisschen was aufzuholen, in der Kindheit. Aber die Ausrede verwendest du jetzt auch schon ganz schön lang. Ja, zu Recht. Also jetzt, wenn man mal das Zeitverhältnis guckt, wie viele Jahre du als Kind aufgrund von einer Allergie kein weißes Mehl und Zucker essen durftest und wie lange du jetzt schon das intensiv wieder aufholst, ich glaube, die Ausrede funktioniert nicht mehr. Oder du bist halt einfach irgendwo in eine Spur geraten und kommst nicht mehr raus. Okay. Felix kann es gerade nicht antworten, er hat nämlich den Mundrand voll mit Brownies. Ich bin an Fahrwasser, an Haribo und M&M's gekommen. Ja. Und klebst da jetzt fest. Ich versuche zu paddeln ohne Ende. Ich habe nicht das Gefühl, dass du versuchst, da rauszukommen. Ja, doch. Wirklich, mit Sebastian habe ich ja telefoniert, weil ich ihm gesagt habe, habe schon ein bisschen was an Gewicht verloren. Dann wollte er wissen, wie viel und wie es aussieht. Alles noch im normalen Rahmen auch. Gesund ist ja, wie gesagt, möchte ich an der Stelle auch wirklich nochmal nicht nachmachen, nicht zum Nachmachen. Don't try this at home. Nein, aber Jugendliche... Ja, also Sportler, dieses ganze Süßigkeiten fressen ist nicht das, was die schnell machen. Nein, ich möchte das Thema, die Leute sollen lieber Süßigkeiten essen, anstatt sich irgendwie runter zu hungern. Doof, weißt du, gerade wenn du irgendwie krankheitsanfällig bist, wenn du ein jugendlicher Athlet bist, dann ist es einfach kein Thema so. Ich mache das jetzt, weil ich, keine Ahnung, weil so, es sind jetzt einfach so die letzten Jahre meiner Karriere. Ich möchte jetzt einfach so alle Schrauben nochmal ein bisschen anzuziehen. So, ich möchte das ausreizen. Und dann mache ich ja auch trotzdem Leistungssport, der in gewisser Hinsicht dann auch extrem ist, phasenweise. Und du machst es ja auch kontrolliert. Also es geht ja nicht darum, jetzt pro Woche ein halbes Kilo abzunehmen, sondern wie du schon gesagt hast, gewisse Prozente an Zufuhr. An Kaloriendefizit einfach zu haben, genau. Und das ist wirklich 5-10%. Und ja, also wie gesagt, also alle Leute, die noch irgendwie im Wachstum sich befinden, es ist einfach komplett davon abzuraten. Für Frauen ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, so was die Zusammensetzung angeht, was so Fettgehalt oder Körperfettanteil angeht, auch aus gesundheitlichen Gründen. Also von daher... Und Experte bist du ja auch nicht. Experte, genau, bin ich auch nicht. Deswegen macht nicht das, was ich mache, einfach nach, sondern wenn ihr das machen wollt, lasst euch beraten mit eurem Coach oder, keine Ahnung, Ernährungsberater oder. Disclaimer ist jetzt da. Damit ist der Disclaimer, glaube ich, angekommen. Ne? Genau, und zum Rührei ist noch die Sache zu sagen. Ihr müsst das Rührei. Kannst du das Gordon Ramsay-Video verlinken, weil es ist recht amüsant. Weiß ich nicht, ob ich es raus. Aber es ist ganz für Gordon Ramsay ein ganz unspektakuläres. Aber er macht es gut und die Technik ist eigentlich. Er sagt einfach, du musst das Rührei im Prinzip machen wie ein Risotto. Risotto musst du auch ständig rühren, wenn du es richtig machst. Was lachst du da so? Ich finde die Themenvielfalt, die wir heute bieten, echt. Du musst dein Rührei rühren, ne, heißt ja auch so, und nicht einfach rein mit einmal rumrühren, bis es ein bisschen und dann fängt an zu flocken und so. Rührei muss ständig gerührt werden und dann, wenn es zu schnell stockt, müsst ihr es einfach runternehmen von der Hitze.
dann wieder ein bisschen rühren, dann wieder draufstellen. Also es dauert dann schon auch ein bisschen länger. Das ist eine hochkonzentrierte Tätigkeit, bei der man auf keinen Fall irgendwie noch unterbrechen oder stören sollte. Genau, man kann während einer Zubereitung eine Rührei-Aktion nicht weiter. Genau, also wenn man Rührei macht, dann macht man Rührei. Mhm. Ihr müsst eins werden mit dem Rührei, dann kannst du nicht noch parallel die irgendwas ein- oder ausräumen. Ist einfach so. Und also nein, anders. Ihr kennt natürlich sonst auch so ein stockiges Hotel, schlechtes Hotel-Rührei. Mhm. Könnt ihr natürlich euch auch machen, wenn ihr da drauf Lust habt. Aber wer hat das? Wer hat das schon, ja. Hast du Lust darauf? Willst du wieder zurück? Nein, ich freue mich auch immer sehr über das Rührei. Ich schaue Videos von so einem Dude, Nick Bear heißt der, haben wir schon mal zusammen angeschaut. Dieser Pumper, der aber auch Marathon also, läuft und Triathlon macht und so. Dass du seltsame Pumper-Videos auf TikTok schaust, ist auf YouTube. Nee, glaube ich. Okay, naja, keine Ahnung, der hat halt auch so eine Supplement-Firma und Nahrungsergänzungsfirma und hatte dann jetzt in den letzten Jahren ganz oft so Ausdauer-Events als sein Ziel, aber er kommt wirklich so vom, ich weiß nicht, wo er herkommt, ob er vom Bodybuilding oder CrossFit kommt, das legt mich nicht fest. Aber er ist eine richtige Maschine. Okay. Ja, genau. Also Sport-BH, würde ich sagen, wäre angebracht. Mhm. Genau, der hat jetzt, der ist auch dem Marathon schon unter 2,50 gelaufen. Also eigentlich wirklich gut, ne? Ja. Hatte sich, glaube ich, dann auch für Boston qualifiziert. Und finde ich, macht ganz unterhaltsame Videos. Und der hat jetzt irgendwie gesagt, ja, dieses Jahr möchte er wieder auch ein bisschen mehr so auf seine Optik und aufs Bodybuilding irgendwie und macht jetzt bei so einer Show mit. Und der ist jetzt auch irgendwie so daran, Gewicht zu verlieren. Also ist jetzt so in seiner Phase des Shreddings. Mhm. Und dir wird die Geschichte schon wieder zu lang, ne? Ey, du bist so ungeduldig, welche Geschichte, das ist unglaublich. Ja, mach mal weiter. Okay, gut, dann. Ich schaff's also schon noch. Alle, vergesst allen Aufbau, was die Amis ja auch irgendwie oft haben, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt gibt, ist so einfach Eiweiß fertig schon. Gibt's das hier? Ich? Ja. Nee, ich glaube nicht. Das machen die halt, weil im Eigelb ist halt viel Fett. Ja. Aber ich dachte auch im Ei, das Eigelb also wäre auch vom Anteil her mehr Protein. Ich war aber auch schon früher in Trainingslagern, wo Leute dann am Buffet sich hart gekochte Eier geholt haben und dann halt nur das Eiweiß gegessen haben und die Eigelb zur Seite gelegt haben. Hm. Muss jetzt auch nicht sein. Ein bisschen kochendes Wasser, dann reicht das. Krass, ja. Ja, ist glaube ich schon diese ganze Sache, jeder Sport, der irgendwie mit Gewicht hat, der lädt schon herzlich dazu ein, irgendeine Art von Essstörungen zu entwickeln. Ist ja, zum Beispiel, das würde mich wirklich interessieren, ist es schon auch so, was ich mache, dass ich so viel drüber nachdenke, was ich noch esse, ist das auch schon so eine Form von Essstörung, verstehst du? Oder sollte das Essen immer so sein, dass es halt so nebenher läuft? Aber andererseits ist es ja auch irgendwie cool, wenn man drüber nachdenkt, wenn man sich irgendwie dann damit auseinandersetzt, beschäftigt, was für ein Leberkäsewürstling mir jetzt du bist, du bist doch eigentlich ein Genussmensch. Oh ja. Also Essen ist ja für dich nicht irgendwie ein Kampf oder ein Ich esse gerne. Ich koche so, auch und gerne. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass das bei dir irgendwie krampfartig ist. Also ich bin da, ne, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist phasenweise schon Krampf und Kampf auch bei es. Also. Okay, aber das liegt ja daran, dass du so einen enormen Umsatz, Energieumsatz hast. Ja. Okay. Ja, nein, ich bin da auch, glaube ich, alles im grünen Bereich noch, würde ich mir einfach jetzt mal selber attestieren. Das ist immer gut, ne? Gleich. Sehr gut. Diese Woche ist Belastungswoche, nächste Woche auch noch. Und dann wird es ruhig. Dann wird eine Woche ein bisschen ruhiger, also wird wieder eine schreckliche Woche dann. Ich muss das irgendwie mit Sebastian nochmal besprechen, dass du einfach in diesen Wochen nicht auszuhalten bist, ob wir diese Entlastungswochen nicht einfach irgendwie streichen. Ausschleichen können, weil das... Ja, ich weiß nicht. Es ist echt nicht leicht. Könntest du mal probieren. Mm-mm. Ja, weiß auch nicht, woran das... Aber bin ich wirklich so... Bin halt mehr zu Hause, das ist dein Problem. Das ist nicht das Problem, sondern du meinst dann immer so, geil, das und das und das. Und du nimmst dir dann immer 1000 Sachen vor, die du in diesen Entlastungswochen machen willst. Ja, aber das war und dann letztes bist du am Mal Abend immer blöd, schlecht gelaunt, weil es nicht geschafft weil hast. Weil nichts geklappt hat, weil ich nichts auf die Reihe gekriegt habe. Weil du dann aber auch blöd, noch Kaffee trinken gehen willst und das und das und das. Genau, aber Kindergarten war zu. Ich möchte oder erst 120 zu. Sachen abarbeiten und mich dann noch 3 Stunden in der Ruhe irgendwo genau, die Sonne hinsetzen. Genau, und dann ist aber leider schon der Tag rum. Ey, es war schon ein bisschen Sonnenschein, der Frühling kommt zu. Ja, der Frühling kommt. Oh, so nice. Wir fahren nochmal nach Mallorca. Ja. Für, wir wissen noch nicht, 7 oder 10 Tage. Sollten wir uns jetzt dann aber. Berlin und dann Mallorca? Berlin auch noch. Ich bin auf dieser Fahrradmesse auf der Kollektiv. Ja, was erzählst du da eigentlich? Oder über was diskutiert ihr? Über das Fahrradfahren? I don't know. Okay, dann kommst einfach mal. Genau. Der Niklas Bock hat mich eingeladen. Mhm. Und der ist da am Freitag Abend. Und es wird, glaube ich, so eine Art Podiumsdiskussion, glaube ich, klingt zu ernst.
Aber es, glaube ich, geht so in die Richtung. Das wird so das Setting sein. Dann sind noch die zwei Jungs vom Plattfuß-Podcast mit dabei. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Also sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Also gute Sportunterhaltung. Genau. Wann ist dann das Niklas? Nochmal? Am 24. Genau, 24. März oder 23. der Freitag von diesem Wochenende. Ja, genau. Genau. Und ja, bis dahin ist jetzt dann im Prinzip noch 3 Wochen Training. Ja, drei, ja, vier Wochen Training. Eine Entlastungswoche. Dann wieder ein 3 Wochen Block. Ich glaube, danach dann auch Leistungsdiagnostik, weil dann haben wir 2 KA. Und dann sind wir schon fast, Blöcke gemacht und dann sind wir schon fast auf Mallorca. Und danach oder nach der Leistungsdiagnostik, denke ich, können wir auch noch ein bisschen konkreter, oder was heißt konkreter, dann überhaupt mal in die Saisonplanung Saison gehen. Wäre ja mal interessant, wo du überall bist dieses Jahr. Ja, genau. Weil ich habe mir gesagt, ich möchte hinten raus eine 3,20 laufen können auf dem Halbmarathon in der 70,3 oder in der Mitteldistanz. Und vorher möchte ich eigentlich nicht starten. Ich glaube aber, sobald ich wieder das Thema normal ja laufen kann, genau, dass es dann schnell geht. Genau. Geht, ne? Haben wir da schon drüber gesprochen? Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es bei dir immer relativ schnell wieder geht. Achso, ja, genau. Genau, und wir haben da gestern drüber gesprochen, aber da war kein Mikrofon an. Wir sprechen manchmal auch miteinander, ohne dass das Mikro an ist. Kann man ein bisschen durcheinander kommen. Ja. Ja, cool, ey. So, jetzt. Wir haben ganz schön viel erzählt, es war ziemlich eierlastig heute. Ja, das war es tatsächlich. Aber ein paar Kochtipps konnten wir auch geben. Ich hätte finde, da ist viel abgedeckt heute. Wir haben viel abgedeckt. Ich hätte prinzipiell Lust auch, es gibt ja schon einfach viel Koch-Content auch auf YouTube, aber ich hätte Lust eigentlich mal ein bisschen in die Produktion einzusteigen. Mal sehen. Ja, mal gucken. Ich gehe jetzt, zuerst einkaufen oder schneide ich das Video zuerst? Ich gehe zuerst einkaufen. Wieso gehst du schon wieder einkaufen? Dann tun wir was gestern Abend erst einkaufen. Aber ein Tag ist kein guter Tag, wenn Felix nicht im Supermarkt war. Pass auf, ich kann dir vorlesen. Oh, du hast gesagt, du bringst die Tischplatte mit. Ja, genau. Also siehst du, fehlt auf der Einkaufsliste, was hier nämlich fehlt. Tischplatte, 80 cm Durchmesser. Kindermarmelade, Kinderketchup, Alufolie mit Backpapier für meinen Reiskeks. Mhm. Dann will ich mir Diet Limo kaufen, die ohne Zucker. Dann die Oatly Vanilla, einen Burrata wolltest du, Rucola wolltest du für die Pizza. Ja. Eier steht hier drauf, Macaroni und Taleggio für Mac and Cheese. Plus dann Tischplatte vom Obi. Auf, husch, husch. So schaut's aus. Tschüss.